Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Together Pokémon Blatt Grün. Mit Cliff und Semni. Cliff ist wieder dran und ich sehe, wir erreichen ein Level. Ich schätze, wir sind immer noch in der Arena. Oh, schade. Ja, wir sind noch bei der Arena-Leiterin. So, jetzt Giflor ein. Ach, ich versuch's weiter mit Shinchan. Er hat schon... Oh, er hat Tangela besiegt. Witzig. Schnabel. Wieso? So, besiegt mich nicht, dann könnte ich vielleicht sogar... Ja, Verteidigung sinken. Ja, ich bin paralyzed. Na, vielleicht kannst du Lockduft? Nein, du kannst noch Säure. Gut, auf Wiedersehen. So, Shinchan ist besiegt, aber man sieht, es hat sich gelohnt. Mozilla ist Level 30 und Shinchan ist Level 27, 29, glaube ich. Flammenwurf! Dann beschmeiße ich dich mal einfach mal ganz knallhart mit Flammen und dann One-Hit. Ja, okay, hätte ich das gleich gemacht. Okay, okay. Ich muss meine Niederlage eingestehen. Deine Stärke ist beachtlich. Ich übergebe dir den Farborden. Der Farborden lässt Pokémon bis Level 50 deinen Befehlen folgen. Außerdem können deine Pokémon nun Stärke außerhalb von Kämpfen anwenden. Nimm bitte noch dieses Geschenk. TM19 Gigasauer. Dein Pokémon erhält die Hälfte der KP, die diese Attacke dem Gegner abzieht. Ja, wow. Und er hat alle besiegt, das sieht man wunderbar. Und wir machen uns nun auf Richtung Lavandia. Again. Und zwar hier. Denn nun können wir in den Pokémon-Turm und mit dem Sylph-Cope können wir die Pokémon identifizieren. Ja, ja. Ich denke mal, Semnis letzter Part wird nur in der Arena stattgefunden haben und vielleicht einmal raus zum Heilen. Ja, mehr wird da wohl nicht passiert sein. So, Sandama bringt uns doch schon mit Schaufeln, aber ich weiß nicht, ob die Schweber haben. Ich werde trotzdem mit Shinchan weiter kämpfen, weil die Geister mir nicht sehr viel anhaben werden. Hier unten müsste eigentlich gleich ein Item sein. Oder auch nicht, oder doch? Nein, hier noch nicht. Wir haben ja unseren guten Freund Kevin schon besiegt hier. Kommen hier eigentlich auch schon Pokémon? Ja. Ne, hier glaube ich noch nicht. Hi. Hier geht's los. Weil oben ist auf jeden Fall ein Item. Und mit Trainerin auch. Alles klar, junge Damen. Trudlinde. Ja, wenn ich so heißen würde wie du, würde ich auch so gucken. Oh, Triplette bringt uns hier nicht allzu viel. Fluchschlug fehl, wie das? Das ist ja komisch. So, auf Wiedersehen, Nebulak. Oh, Exorzistin Trudlindes besiegt. Uns hat sie irgendwas gesagt, oder? Ah, ist ja egal. Flucht sein. So, Pokémon können ja auch mal kommen, aber müssen sie nicht unbedingt. Die sieht uns ja um mich. Verschwinde, böse Geist! Valborga. Noch ein Nebulak. Allein weil er mir nicht so viel abziehen kann, werde ich es gleich mal mit einem Schnabel probieren, wie viel das abzieht. Ja, okay, Schnabel reicht anscheinend. Puh, der Geist ist verschwunden. Ich bin der Kistengeist. Buh, huibu. Ach, sag mal, so langsam ist es langweilig, immer nur diesen Buhuhu. Nebulak von Anastasia. Ach, schön lange Namen haben die alle hier. Schnabel! Oh. Naja gut, wenn ich es nicht schaffe, machst du es halt für mich. Level 24. Okay, Level 24 reicht noch nicht, aber 23 auf jeden Fall.
So, was ist denn Anastasia? Ich habe den Text nicht mitgelesen. Oh, das sollte ich vielleicht nächste Mal besser machen. Ist denn nicht noch eine? Nein. Ich weiß gar nicht, wie viele Etagen der Turm hat. 4. Die sieht uns schon mal nicht. Oh, hier sind ja Items. Items und was. Ein Elixier. Was willst du? Buh, buh, lass mich in Ruhe. Würde ich ja machen, aber du willst hier kämpfen, Fräulein. Roswitha. Ah, das Nebulak ist auch ein leichtes Matchup für uns. So, haben wir das schnell wieder getauscht. Das ist auch nicht... Och, Groll. Groll wen anders. War das nur Glück, oder? Oh. Aber wir haben ja genug Schnäbel. Zack, Level 30. Jetzt fehlt nur noch ein Level. Das könnte ich sogar schaffen in diesem Part. Und ich bin mal positiv gestimmt. Was wäre wo? Dass ich das auch schaffen werde. So, erstmal sie noch. Ich verfluche dich, Puh! Immer diese negative Einstellung gegenüber Pokémon-Trainern. Das ist echt... Muss nicht unbedingt sein. Nebulak von Birte. Birte hat nur einen kurzen Namen, aber zwei Pokémon. Okay, Birte. Wie wär's mal mit einem Schnäbelchen? Ah, okay. Möchte sie gerne mitnehmen. 468 Pokédollar. Und nächstes wird Nebulak eingesetzt. Und das wird wahrscheinlich auch mit einem One-Hit. Schnabel! Nom. Mal gucken. Ich schätze mal... So ungefähr bei der Alpollo-Trainerin dürfen wir das Level erreichen. Was ist passiert? Ich habe dich vielleicht sogar besiegt. Oh, da ist noch ein... Oh, unser erstes wildes Pokémon. Und ein Nebulak ist es auch noch. Level 17. Flucht. Da bin ich aber angekommen. Ein Aufweg. Irgendwo ist hier ein Sonderbombung, ist glaube ich oben noch. Ja. Und hier ist ein wildes Nebulak. Ja, was auch sonst? Ach, Nebulak. Schade, dass wir hier nicht tauschen können. Superball. Das ist ja super. Bum. Ein Geist. Nein! Ah! Eine Frau. Exorzistin Paula meinte ich natürlich. Nicht Exorzistin. Los, Shinshan. Fliegen! Komm, Fluch! Nein, Groll, haha! Ja, Exorzistin Paula, wohin ist der Geist gegangen? Oha. Ist hier oben noch was? Ich glaube nicht. Nein, hier oben ist nichts mehr. Jetzt müsste eigentlich das mit der Heilfläche kommen. Hier ist auch nichts. Ja, da ist der geschützte Bereich. Es gibt keinen Kommen. Angst? Reggie, Angst! Ja, wer sich von euch an dieses Filmzitat erinnern kann, kann sich freuen. Los, Shinshan, Schnabel! Zack. Die nächste Trainerin müsste eigentlich schon... Welch ein Albtraum! Müsste eigentlich schon unsere lustige Alpollo-Trainerin sein und sie ist es. Gib mir deine Seele. Brunhilde wird mir auch nicht so viel Schaden machen können mit ihrem Alpollo. Ich schätze entweder Fluch oder Groll. Und beides wird ihr nichts bringen. Da ist der Groll. Oh. Das ist wirklich, finde ich komisch, dass Schnabel überhaupt Alpollo trifft. Also physische Attacken, dass sie... Oh, doch nicht. Walter gewinnt 736 und er hat schon wieder... Sie hat schon wieder nicht mitgelesen, was da stand. Du hast den geschützten Bereich betreten. Deine Pokémon, die Pokémon von Walter wurden geheilt. Und ich finde ein Schutzband. Huhu. Und da sind noch zwei Trainerinnen. Noch ein Nebulak. Also wenn ihr wildes Dragosse kommt, das werde ich mir vielleicht sogar fangen. Einfach nur so aus Jux. Zombies! Knogger ist ein cooles Pokémon. Nebulak von Exorzistin Jane. Say hey, hey, Shinshan, Schnabel.
Oh, ein One-Hit-Schnabel für Dodri. Tadam. Was? Weiter 768 Pokédolle. Hey, Shinshan entwickelt sich. Ich hätte fast die B-Taste gedrückt, das wäre doof gewesen. Shinshan wurde zu Dodri. Das sieht ja nicht so schick aus. Borschnabel hättest du mal lernen können. Gucken wir uns mal an, wie Dodri von hinten aussieht. Mareike. Los, Shinshan. Ja, sieht ein bisschen moppelig aus. Aber ist ja egal. Ist nur Dodri. Dodri fetzt aber. Wenn der Borschnabel kommt, seid ihr ja eh alle voll. Fand ich, das war knapp. Los, ein Nugget. Apropos, wir können ja mal gucken, was die Meets hat. Die nicht, die hat nichts. Und dann ist, glaube ich, ja, jetzt kommt, glaube ich, schon die letzte. Da ist es, ein Tragosso. Level 17. Hm. Auf wen soll ich wechseln ohne ihn? Ja. Cody kann das machen. Versuchen wir uns das zu fangen. Roten Schlag. Ohoho. Hm, Giftstachel. Gucken wir mal, wie viel der Giftstachel abzieht. Sehr viel. Eine unglaubliche Menge. Kratzer. Oh, das ist schon besser. Haut mir erstmal mit der Knochenkeule ins Gesicht. Wow, wow, wow. Sandy, lass das. Hm. Pokéball. Dum, dum, dum. Müsste eigentlich dran sein. Ja, aber was? Verflixt? Haha, geht daneben. Und wir werden weiter mit einem Pokéball angreifen. Aha, angreifen. Okay. Was bleibt drin? Och, ja. Nerv nicht. Ich will das haben. So, da haben wir einen Tragosso. Berg. Ah ne, einsam. Dieses Pokémon trägt immer eine Schädelmaske. Niemand hat bisher sein wahres Gesicht gesehen. Mal gucken, wann Simli das bemerkt. Unser Sido. Wir werden halt nochmal in den geschützten Bereich gehen. Ja, Pokémon wurden geheilt und schon können wir eine Etage höher, wenn hier nicht da und die wilden Pokémon kommen. Ui, Alpollo. Wieder was Unmögliches, ein Alpollo, was sich Level 25 entwickelt auf Level 20. Wuhu. Okay, sind hier, hier sind noch ein paar Trainer. Ich hole erstmal das Item hier. Da unten ist ein Knogger. Und Trainer Nummer 1. Gucken, ob ich die noch bashen kann. Ich brauche Blut! Ich glaube nicht, die eine müsste mehr als ein Pokémon haben. Die zum Beispiel. Exorcistin Marika. Los, Shinshan! Schnabel! Mie, mie. Anderthalb Minuten hätte ich noch. Mal gucken. Ich will nicht wechseln. Ich will weiter angreifen mit Shinshan. Ich glaube, die haben Schwebe. Da bin ich mir nicht sicher. Darum wäre es fatal, mit Sandarma anzugreifen. Hatte ich, glaube ich, vorhin schon mal erwähnt. Aber ist ja auch nicht weiter schlimm. Der gute alte Pokémon-Turm ist immer gut für ein Training. Volltreffer wäre es auch so besiegt gewesen, glaub mir. Wo bin ich? Die Augen sind echt der Hammer. Exorzistin Marianne. Okay, wir haben 15 Minuten fast rum. Ich glaube, ich werde sie noch besiegen, das Item holen, wenn es klappt.
und dann den anderen Kampf reingehen. Bum, 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 bum. Und ich habe schon wieder nicht mitgelesen. Da ist kein Item. Ich dachte, hier wäre eins. Oh, Nebulak. Ja, hoffentlich, hoffentlich. La, la, la. Nein, nicht Beutel, nicht Beutel. Flucht. Und damit beende ich meinen Part an dieser Stelle. Und wir sehen uns in meinem nächsten. Viel Spaß mit Semni. Macht's gut, Leute.